Es geht wieder los und wir drehen eine Folge Mattes Macht's. Und man sieht es vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund, denn genau um diese Tierchen geht es. Um Pferde. Nein, um ganz besondere Pferde natürlich. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Aber was man sieht, die sind auf jeden Fall ganz schön robust. Schauen wir mal, was das wird. Ich hoffe nicht, dass wir was mit diesen Pferden machen, denn die will ich nicht putzen. Wir sind heute hier zu Gast bei Nora Kollmeier auf dem Sonnenhof. Und ihr habt es ja gerade schon gesehen, es geht um die Islandpferde. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier an, denn ich habe schon gesehen, hier laufen echt viele davon rum. Und ich bin gespannt, was ich machen muss. Diese Folge wird gesponsert von Alisa Stender. Alisa Stender ist nämlich Pferdephysiotherapeutin und Pferdeosteopathin. Und sie war in der letzten Zeit schon öfters bei mir und hat unter anderem Unico behandelt. Mit ganz viel Know-how und Feingefühl. Ich war wirklich begeistert von ihrer Arbeit. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt noch auf der Suche seid und im Umkreis von ca. 200 Kilometern um Bielefeld wohnt, kommt sie auf jeden Fall zu euch. Oder ihr macht einfach einen Sammeltermin, dann kommt sie nämlich auch bundesweit gefahren. Bei der Behandlung bei Alisa geht es nicht nur darum, die Schmerzen zu lindern, sondern auch die Beweglichkeit und vor allem die Leistungsfähigkeit von eurem Pferd zu verbessern. Auch wenn euer Pferd kein akutes Problem hat, bietet Alisa auch einfach Wellness für die Pferde an. Sie bietet nämlich auch Wellness-Workshops an und vor allem macht sie auch ganz viel für die Reiterfitness. Also, was gibt es Besseres? Wellness für die Pferde, Fitness für den Reiter. Meldet euch einfach bei Alisa oder schaut gerne mal bei ihr auf Instagram vorbei. Nora, moin! Ist das schon unser erster Patient sozusagen? Ja. Hey, herzlich willkommen! Hallo, ich bin Lilly. Du bist Lilly. Richtig cool. Ich habe gerade schon erzählt, es geht heute um Isländer. Genau. Aber wo sind wir eigentlich gelandet? Ja, ihr seid hier auf dem Sonnenhof von uns, von Familie Kollmeier. Mhm. Und meine Eltern und ich und auch meine Schwester und meine Nichte ist es hier. Ja, wir betreiben diesen Hof und haben rund 200 Islandpferde hier stehen. 200 ja. Islandpferde habt ihr? Genau. Alter, wir sind gerade schon an so einer Wiese vorbeigefahren, da liefen vielleicht so 20. Ja, genau. So, okay, das sind schon einige Pferde hier, aber ihr habt 200 Pferde auf diesem Hof. Also die Zucht und die Jungpferde sind aktuell noch auf der Weide. Und da sind wir auch froh, wenn die so lange wie es geht noch draußen sind. Mhm. Aber die Reitpferde sind im Stall. Der kam nur gerade von der Weide, geht wieder in die Box. Okay, also wie viele Reitpferde habt ihr hier so? Ja, ich würde sagen 150 ungefähr. 150 Reitpferde. Ja, das sind auch viele Pensionspferde. Ne? Mhm. Und dann züchten wir selber, bilden die Pferde dann aus und dann haben wir Verkaufspferde. Ne? Okay. Genau. Ich bin gespannt. Lass uns erstmal alles anschauen, oder? Ja, gerne. Gehen wir mal. Vor allem frage ich mich, wo kann man 200 Pferde unterbringen? Wenn wir auch hier stehen, dann ist okay, hier sind so 3-4 Außenboxen. Genau, wir haben ein paar Boxen hier und wir sagen aber auch ganz bewusst, wir vermieten keine Boxen, wir haben eigentlich auch keine Boxenhaltung. Also was wir hier vorne sehen, sind einfach unsere beiden Hengste, der Schimmel und der Rappe. Und dann nur Gastpferde oder Brittpferde oder vielleicht auch kranke Pferde. Dafür haben wir Boxen. Aber eigentlich wollen wir keine Boxenhaltung. Und hier geht's dann, okay, ich sehe schon, hier sind ein paar mehr Pferde. Hier haben wir jetzt die Laufstelle und die Offenstelle. Machen wir gerade hier flippt das Licht an. Das ist einfach schon so ein geiler Sound hier, wenn man hier reinkommt und man hört einfach nur dieses Kauen der ganzen Pferde. Genau. Total beruhigend. Die sind ganz super entspannt und friedlich hier. Also das sind circa 30 Pferde pro Seite. Das sind alles Wallache. Ja, und die Ställe sind im Prinzip bei uns alle gleich aufgebaut, dass die ja diesen Laufstall haben und draußen den Pferdock. Der ist befestigt mit Sand. Und dann ist es so im Winter, jetzt sind wir schon, haben wir schon umgestellt auf die Winterfütterung. Das heißt, die kriegen jetzt Heulage und dann kommen sie morgens beim Stalldienst einfach raus. Und dann können wir hier das Futter reinfahren. Dafür haben wir auch Bobcat, die siehst du da vorne schon. Mit ein paar verschiedene Maschinen. Ja, und dann kommen die alle gemeinsam wieder rein. Und dann ist es total friedlich. Dann fressen sie und machen wir dann abends nochmal das Gleiche. Ne? Ja, aber jetzt muss ich ja mal ganz kurz sagen, also wir sagen ja Island-Pferde. Mhm. Die sind ja jetzt nicht ganz so groß, ehrlich gesagt. Wie groß ist so ein Island-Pferd? Du hast recht, der Größe wegen gehören sie eigentlich zu den Ponys. Aber die Island-Pferde-Reiter bestehen sehr auf diesem Begriff Island-Pferde. Ja, das habe ich nämlich auch schon gemerkt. Ja, wenn man sagt, das ist ein Island-Pony, das finden die gar nicht witzig. Ne? Sie sind ein beleidigt, also da sind wir ganz entspannt. Aber ich würde mal sagen, das Stockmaß geht so von 1,30 bis 1,50
45. Wobei man sagen muss, diese größeren Pferde sind nicht unbedingt die stärkeren Pferde. Also die ursprünglichen Islandpferde waren eher kleiner und so ein bisschen untersetzter, ein bisschen stämmiger. Und die waren auch sehr stark und super robust. Wofür gibt es denn überhaupt Islandpferde? Wozu wurden die gezüchtet? Also grundsätzlich gezüchtet sind es wirklich auch super Arbeitstiere. Grundsätzlich jetzt, ne, auch ursprünglich aus Island. Ja. Super trittsicher, ganz ausdauernd über lange Strecken und total bequem mit dem Tölt, mit der besonderen Gangart. Ja, da bin ich mal gespannt, weil ich bin noch nie auf einem Pferd getöltet. Echt? Ja, gibt's hab ich noch nie gemacht. Das müssen wir ja ändern. Naja, und inzwischen ist es so, dass die auch eine sehr große, eher sportliche Verbreitung haben. Dass sie auch, es gibt ganz eigene Turnierszene, ganz eigene Wettkämpfe für Islandpferde. Und ich sag mal, die Pferde, die jetzt ein bisschen eleganter laufen und auch sportlich laufen, die sind natürlich auch ein bisschen größer mit längeren Beinen. Und die haben ja auch total ihre Berechtigung. Nur ich meine, das ist nicht immer gleich, je größer, desto besser. Okay. Genau, das ist so das Stück. Dann schauen wir uns mal alles hier an. Also hier habt ihr jetzt so 60 Pferde. Genau. Ja, sie wirken auf jeden Fall schon mal sehr unkompliziert. Ja, du brauchst bei gar kein Pferd hier Bedenken haben. Ne? Ich glaube, wenn ich hier so 30 Warmblüter ganz normal nebeneinander stellen würde, wäre hier richtig Party im Stall. Also deswegen haben wir im Prinzip auch nur Islandpferde. Wir haben noch einen Tinker. Ansonsten haben wir wirklich nur Islandpferde, die sehr, sehr sozial sind. Genau. Das hier ist jetzt die Reithalle. Ah ja. Genau, das sind jetzt wie gesagt diese Gast- und Boxen für die kranken Pferde. Mhm. Und das ist im Prinzip der gleiche Aufbau mit den Stuten, die Stutenherde. Was waren das andere? Jetzt alles Wallache? Genau. Und hier haben wir, Stuten, ja. Wir haben gute Erfahrung gemacht, die Geschlechter zu trennen. Ja. Man kann es auch mischen, aber das gibt schon viel Ruhe. Ne? Und das ist dann die Reitbahn, die ist auch natürlich im Winterhof frequentiert. Das glaube ich. Aber das heißt jetzt, ihr habt zwei Wallachherden, ihr habt eine Stutenherde? Wir haben noch mehr. Wir gehen auch noch mehr. Da kommen okay. Noch immer mehr. Ich merke schon, wir sind noch lange nicht am Ende hier. Okay, das ist ja ganz klassisch hier. So eine Reithalle. Und da reite ich sonst auch. Ja, 20, genau. 40. Aber was kommt hier? Ja. Ich sehe, wir haben eine Rennbahn. Ja, genau. Das ist die sogenannte Ovalbahn. Und das ist im Prinzip schon auch speziell bei Islandpferden. Das ist auch so der Ort, wo wir zum Beispiel Turniere ausrichten. Also auf unseren Turnieren. Auf dieser Bahn. Zum Beispiel, genau. Aber du kannst nur eine Runde reiten. Ja, aber das kannst du schön. Aber das kannst du schön. Frage mich eigentlich tatsächlich, was ist denn eigentlich so die Aufgabe in so einem Turnier? Es gibt natürlich verschiedenste Prüfungen. Wir haben auch die klassischen Dressur oder auch mal Springprüfungen, Trail. Mhm. Aber das sind sogenannte, ja, fast schon Nebenplatzprüfungen. Also das ist auch gerade so in der Ausbildung von Reitern total wichtig, dass die ganz vielseitig auch reiten. Die höheren Turnierklassen finden dann auf der Ovalbahn statt. Und da geht es dann wirklich um die Gänge der Pferde. Und da haben wir explizite Töltprüfungen, wo es wirklich nur um den Tölt geht mit verschiedenen Anforderungen. Und es gibt diese Gangprüfung. Also du musst dann mehrere Runden drehen, genau. Einen langen Zügel und das Pferd muss immer weiter. Genau, das sollte einfach natürlich intakt, das ist das Wichtigste, im Takt bleiben, im Tempo bleiben, in der Aufrichtung bleiben. Und wenn das gut in seiner Balance ist, dann ist es eigentlich gut für die Pferde machbar. Und dann sind es so die eins der Schwerpunkte auf den Turnieren. Und das andere sind dann die Gangprüfungen. Wir haben ja vier Gänger und fünf Gänger. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also die vier Gänger. Also im Schritt, Trab, Galopp, genau, das haben sie alle. Die Grundgangarten sollten sie alle haben. Und die vier Gänger haben halt Tölt dazu. Und dann gibt es vier Gangprüfungen, wo sie alle Gänge zeigen müssen. Und entsprechend auch fünf Gangprüfungen, das gleiche plus Rennpass. Rennpass. Genau. Rennpass ist sozusagen die Königsdisziplin bei den Islandpferden. Okay. Und das ist der fünfte Gang, der wird nur auf geraden Strecken geritten, also in dem Fall nur auf der langen Seite. Mhm. Und da geht es so darum, man sagt, man legt das Pferd aus dem Galopp in den Rennpass und das Pferd soll sehr schnell in diesen Gang gehen. Das ist ein bisschen wie fliegen. Also das ist wirklich ganz speziell und toll. Das können aber nicht alle Pferde und vor allen Dingen können es auch nicht alle Reiter, weil das schon wirklich viel Gefühl bedarf und auch viel Timing. Ne? Ja. Und muss ein bisschen üben. Aber das macht wirklich richtig Spaß. Ja, also die Isländer, grundsätzlich haben sie alle vier Gänge und es gibt ein paar, die haben wirklich fünf Gänge. Richtig. Aber das ist auch richtig reingezüchtet sozusagen. Genau, das will man in der Zucht auch unbedingt erhalten, weil es auch so ein bisschen korreliert mit dem fließenden Tölt. Also wenn die Pferde von der Genetik viel Rennpassveranlagung haben, dann kann man auch sagen, dass der Tölt den Pferden eigentlich leicht fällt. Und es gibt auch fünf Gänger, die können das, aber das wird im Prinzip nie geritten, weil vielleicht der Reiter das gar nicht kann. Und dann ist es auch nicht schlimm. Dann bleibt es einfach, schlummert das in dem Pferd. Okay, das sieht ja jetzt nicht nach einem normalen Reitsand aus hier. Genau, das ist so ein bisschen ja, wie so ein Sportplatz, kann man sich das vorstellen. Also es gibt verschiedene Böden. Heute ist natürlich nicht so ein perfektes Wetter, deswegen ist sie etwas nass. Ja. Aber eigentlich ist es wirklich sehr griffig, auch mit ein bisschen Schmuck oben drauf. Genau, das ist richtig fest hier drin. Ja, genau.
Haben die Pferde alle Hufeisen, frage ich mich gerade? Bei uns haben sie alle Hufeisen, genau. Einmal ist es so, dass es für die Gänge ein bisschen, also auch förderlich ist und ja. Bei uns allein schon, weil wir reiten auch viel draußen und dann haben wir doch auch härtere Boden und dann ergibt sich das. Also die allermeisten haben Hufeisen. Okay, genau. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir hier auf diesem Hof sind, ich bekomme ja meine Aufgabe. Ja. Was wird meine Aufgabe eigentlich sein? Genau, also die liebe Lilly steht ja schon neben mir. Ja. Die Lilly ist bereit, dir ihr ganz tolles Pferd zur Verfügung zu stellen. Das ist der Bangsi, den zeigen wir dir gleich. Mhm. Und der Bangsi ist sehr erfahren und routiniert in dieser Töllprüfung. Wir nennen sie T2. Das ist das, wo man die Zügel überstreichen muss. Und da wollen wir doch sehen und hoffen, dass du das mit dem Bangsi vielleicht auch hinkriegst. Ja. Und nicht, dass uns das reichen würde. Wir würden dir gerne noch ein Bierglas in die Hand geben. Sehr gut. Und da ist ja, wenn man es alles richtig macht, ist der Tölt recht erschütterungsfrei. Und man sitzt wirklich sehr bequem im Tölt. Das heißt, das Bier dürfte nicht verschüttet werden. Und das wollen wir mal schauen, ob und das klappt. Also ich muss eine ganze Runde drehen? Ja, mindestens. Mindestens. Und es darf nichts aus diesem Bier rauskommen. Genau, ja, richtig. Und dann wollen wir mal schauen, ob das auch noch mit ohne Zügel geht. Krass. Ja. Ich hoffe, dein Pferd kann das gut. Der kann das mega. Frage ist, ob du das kannst. Das sehen wir dann. Wenn ich es nicht schaffe, was haben wir denn dann ja. für ein Problem? Also was ist mein Problem? Wir haben gegrübelt und wir hatten die verrücktesten Ideen. Jetzt ist es so, wir können ja gleich noch einmal kurz rumgehen. Es ist so, dass unsere Pferde ja wirklich auch viel auf die Weide gehen und die gesamten Herden auch rausgehen auf die Weide. Wir haben so sogenannte Laufwege und die gehen zum Teil Kilometer auf die Weiden. Oh, wow. Und wir haben gerne die Herden auch jetzt noch draußen, damit die toben können und sich bewegen können. Deine Aufgabe wird dann sein, diese Pferde zu Fuß wieder reinzuholen. 200 Pferde? Nein, eine Herde. Eine Herde. Super. Genau. Eigentlich machen wir das mit dem Quad. Geil, da sehe ich mich eigentlich eher, sagen, muss ich sagen. Wenn du die Challenge gewinnst, dann kannst du es mit dem Quad machen. Quad machen. Aber wenn du es verlierst, dann doch zu Fuß, weil irgendwie muss es ja auch ein bisschen wehtun, oder? Ich werde auf jeden Fall alles geben, dass dieses Bier in dem Glas bleibt und ich hier nachher Quad fahren darf. Ja, genau. Aber ich würde sagen, dann schauen wir uns erst mal den Rest hier an, weil der Hof ist ja wirklich riesig. Und dann hoffe ich, dass dein Pferd gut trainiert ist. Das ist er. Sehr gut. So, hier sind jetzt noch die unteren Herden, auch wieder Wallachherden. Das sind da ein bisschen kleinere Gruppen. Ihr habt so viele Pferde, das seht ihr aber. Genau, hier bauen wir gerade eine neue Halle. Okay, und was haben wir da? Das sieht ja interessant aus. Ja, das ist der sogenannte Aquatrainer, unser Aqua Vital. Ja, das ist ganz prima. Die Pferde laufen halt angetrieben durch die Führanlage im Wasser. Der Wasserstand ist immer maximal so bis Karpalgelenk, dass die Pferde wirklich gut rausfußen. Geht im Prinzip alle Pferde rein. Die Jungen, die gut trainierten, um Muskelaufbau zu unterstützen. Ja. Oder auch die Älteren. Wie lange laufen die da drin so? Also circa 20 Minuten, wenn die trainiert sind. Ja. Wie viele Pferde laufen da so drin am Tag? Von den 200? Ich würde sagen, das läuft mindestens zweimal, dreimal am Tag, also 8 bis 10, 12. Geil. Ja. Ich habe schon mal meine Reitsachen geholt, Kappe und Stiefel, viel mehr brauche ich glaube ich nicht. Und Lilly hat schon ihr, ich wollte Pony sagen, Pferd geholt. Ja. Lilly, wer ist das? Das ist Banksy. Banksy? Genau. Hat auf jeden Fall die richtige Farbe. Ich liebe ihr Rappen. Ich auch. Aber wenigstens zu putzen, ne? Ja, der ist aus der eigenen Zucht hier vom Hof. Okay. Und der ist, das ist mein Pferd und mit dem bin ich auch erfolgreich im Sport. Und das ist einfach ein Herzenspferd, der ist für alles offen und top. Ja. Schafft er das denn aber auf mich zu tragen? Ja, die Islandpferde sind ja sehr robust und auch sehr stark. Und vor allem er und deswegen, das wird kein gespannt. Problem sein. Aber wenn ich hier so nebenstehe, muss ich sagen, ja. Ich glaube, ich könnte gleich mitlaufen. Schauen wir mal, dann lass uns den fertig machen. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich natürlich meine Challenge heute bestehe. Aber das schaffen wir beide schon. Krass, wie groß ist der? Was hat er für ein Stockmaß? Boah, 1,42 vielleicht? 42 hört sich gut an. Wenn er jetzt auf der Wiese steht, wie viel Zeit planst du ein, um dein Pferd zu reiten? Ich reite immer nur so eine halbe Stunde. Ich reite nicht wirklich lange. Ja. Dafür halt eher intensiv. Ich meine, also, du brauchst ja Ewigkeiten, um das Pferd zu holen. Ja, das machen wir jetzt mit dem Quad. Also okay, das die ist sind ja smart. Schön weit weg. Ja, die sind immer vormittags draußen, da bin ich ja eigentlich in meiner Schule. Genau, und dann werden die mit dem Pferd reingeholt, dann sind die nachmittags immer wieder hier im Stall. Also du bist so schlau und planst den Tag so, dass das Pferd schon hier ist. Genau. Und du dich von der Wiese leiten holen musst. Ja. Ist das deine Satteldecke? Ja, genau. Das ist das Pad. Krass. Das sieht ja ganz anders aus als bei mir.
Jetzt geht's richtig los. Wir haben gesattelt und getrenzt. Ich bin gespannt. Starten wir hier oder gehen wir das runter? Wie macht ihr das? Wir gehen zur Bahn. Dann? Okay. Dann gibt ihr von der Gerte in die Hand. Halt immer runternehmen und dann geht der super mit. Passend zur Challenge hast du auch schon die weißen Zügel dran, damit man genau sieht, wie sehr sie durchhängen. Super. Deswegen die weißen Zügel. Ich dachte, gut, wie das Bier hier rüberläuft. Gut, okay. Machen wir die Tür zu. Also, jetzt geht's ja los. Mhm. Ja? Es ist so, du siehst jetzt ja schon beim Fertigmachen oder jetzt, der ist total ruhend in sich, total ruhig. Mega. Es ist eine ganz besondere, wertvolle Eigenschaft bei Islandpferden, dass die im Umgang oder auch am Boden total ruhig sind. Und wenn wir aufsteigen, sind sie sehr wach. Okay. Ja, das heißt, der Schein trügt vielleicht ein bisschen. Das heißt, wenn du aufsitzt, der ist absolut lieb, aber eigentlich sehr reaktionsstark. Das heißt, jede Hilfe, die du gibst, fangen wir erst ganz vorsichtig an. Die Hilfen sind ganz klassisch, wie bei jedem Pferd, wie bei jeder Reiterei. Ja. Nur die Reaktionsfreudigkeit ist meistens sehr hoch bei Islandpferden. Und das insbesondere, wenn er jetzt hier so steht, denke ich mir so, okay, ich glaube, ich muss mich viel anstrengen, damit wir gleich vorankommen. Ich denke nicht. Und besonders auch, wenn du die Gerte einsetzt. Der kennt es immer auch, die Gerte dabei zu haben. Nur der Einsatz einfach aus Grund, also den Grundsatz, alle Hilfen so vorsichtig, wie es irgendwie geht, geben. Und dann natürlich steigern, wie nötig. Aber wir wollen es halt so, dass die so in sich ruhen und so gelassen sind. Aber wenn wir was wollen, sind die absolut leistungsstark und leistungsbereit. Genau, und das nur kurz so als Einführung. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt noch einmal nach und dann steigst du einfach auf und fühlst mal erstmal selber ein bisschen rein. Genau, also ich weiß nicht genau, wie du es sonst kennst, aber unsere kennen das so mit Blickrichtung nach vorne, Hüfte an den Bauch. So, genau. Weil eine kleine Besonderheit noch, die haben ja wenig Widerrist und du musst im Prinzip dein Gewicht beim Aufsteigen ein bisschen gegenhalten. Ja, okay. Ne? Achso, ihr habt Zügel vielleicht auf Verbindung, weil die haben schon Energie. Das denkt man gar nicht, wenn sie so steht, ist okay, der pennt gleich ein, wenn ich hier aufsteige. Ich dann gleich. Wunderbar. Krass, das ist wirklich wenig Pferd unter einem. Ja. Aber nur von der Höhe. Also ich meine, wenn ich so von der Breite, ist es schon, okay, ne? Schon gut, mein Freund. Pass auf, ich würde dann einmal anrufen, dann kannst du klicken, dann hörst du mich. Ne? Wir sind nämlich per Knopf im Ohr verbunden, weil die Bahn ist ja ziemlich groß und wenn ich jetzt hier so rumreite, verstehe ich natürlich nichts und wollen sie auch nicht anschreien. Macht ihr eigentlich viel über Stimme? Ja. Das ist ein ganz anderes Reitgefühl. Also mal fühlen und ausprobieren, einfach mit dem Grundsatz vorsichtig anfangen und dann darfst du den auch fleißig reiten. Wir reiten im Schritt meistens, glaube ich, fleißiger als vielleicht andere Rassen das gewohnt sind. Also du dürftest den auch ein bisschen fleißiger reiten. Ist das jetzt schon nicht fleißig für dich? Nö, kann noch fleißiger. Okay. Also ich muss sagen, ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass ich hier gleich überhaupt ein Bierglas ruhig halten kann. Warte, du kannst ruhig auch schon die Zügel ein bisschen mehr aufnehmen, ein bisschen mehr auf Kontakt nehmen und einfach so ein kleines bisschen mal testen und ausprobieren im Schritt, ne? Wie du den aufnehmen kannst und wie du den treiben kannst. Das ist nämlich so das Hauptthema auch für die Töltarbeit, dass man die passende Energie und das passende Maß an Spannung in das Pferd reinreiten kann. Wo befinden wir uns denn eigentlich im Tölt? Also, nehmen wir Schritt, Trab und dann noch Tölt? Du meinst von der Geschwindigkeit? Nee. Ja, ich meine so von den Gangarten her. Also Schritt, Trab, Galopp. Wo baue ich den Tölt ein? Achso, nach einem Schritt. Es gibt Islandpferde, die können sich deutlich besser im Tölt lösen als im Trab, weil sie sogenannte Naturtölter sind oder ganz viel Töltveranlagung haben. Mhm. Es gibt aber auch ganz klassische Viergänger, die kann man durchaus ganz normal in den Grundgangarten auch lösen und dann Tölt reiten. Wenn du zu wenig Energie ins Pferd kriegst, dann wird er dir einfach nur wegtraben. Ne? Und wenn du jetzt zu viel Druck machst oder zu viel Spannung, dann wird der ein bisschen schnell, ein bisschen heiß. Ja, also da das passende Maß an Spannung und der muss halt gut reagieren. Ja, je kerniger du den gleich hast, desto selbstverständlicher oder schicker läuft er eigentlich auch. Also man kommt auf so einem kleinen Pferd wirklich schnell voran im Schritt. Genau, und so weit ist jetzt aber auch guten Schritt. Ne? Das ist jetzt ein ganz prima Schritt. So, und dann gibt es noch einen Tipp, wenn wir gleich zum Tölt kommen, geht es ja auch darum, dass die Pferde möglichst früh sich im Rücken und im Körper auch loslassen, locker sind, aber trotzdem genügend Spannung und Energie in sich halten, damit sie die Gangart gehen. So. Das heißt, zum einen musst du ihn wirklich ein bisschen wach machen, auf der anderen Seite musst du den Rücken vielleicht erst noch so ein ganz bisschen vorsichtig sitzen. Also dein Gewicht auch mal mehr auf die Bügel, Oberschenkel, Knie verteilen, dass du damit auch so ein kleines bisschen mitspielst. Ne? Wenn du also merkst, gar nicht er nimmt so tief dich, reinsetzen. Genau, wenn du merkst, er nimmt dich gut mit, dann darfst du dich auch tiefer reinsetzen und auch wirklich, ja, wie man das so kennt, über das, ne? Man sitzt reiten, aber manchmal
manchmal muss man einfach die ersten Meter mal fühlen, ob der im Rücken schon locker ist oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, kannst die Zügel noch ein ganz kleines bisschen aufnehmen und dann würde ich vorschlagen, du fängst mal an, den Töll zu suchen. Im Prinzip treibst du ihn einfach jetzt mal vorwärts und begrenzt ihn am Zügel, so viel es halt nicht trabt. Okay, das jetzt trabt, das heißt einfach, die Energie dürfte jetzt ein bisschen mehr werden. Also für ihn müsste es ein bisschen klarer werden, kannst mehr schnalzen. Sehr gut. Oha, genau. Oh, ja, aufrecht lassen. Schön aufrecht sitzen. Super. Krass. Das ist Zelt. Ich finde es krass, wie schneller ist dabei. Sehr gut. Steht dir. Macht richtig Spaß. Steht dir, wirklich. Und noch schneller. Noch keine Grenze erreicht. Noch keine Grenze. Ich noch lass dich jetzt zum Beispiel die Grenze. Nimmst du einfach wieder auf, nimmst ihn wieder zurück. Aber es ist ja in Ordnung, wenn du mal die Grenzen suchst. Ne? Wenn du merkst, da ist vielleicht dann die Galopprolle, dann kannst du ein bisschen mehr aufnehmen wieder. Ja, sehr gut. Okay. Das macht wohl Spaß, ne? Das macht Spaß, ja. Okay, dann würde ich sagen, parier einmal durch, gib dem eine kleine, gib euch beiden eine kurze Pause. Fühlt sich so cool an, ne? Sieht doch super richtig aus. Richtig gut. Machst du richtig gut. Okay, ich würde sagen, die Showfrist ist vorbei. Genug geübt. Das ist wirklich sehr verlockend. Wie lange muss ich das jetzt machen? Eine Runde. Eine Runde. Und es startet, sobald ich töte. Mhm. Genau. Kleiner komm, lass mich nicht im Stich. Das sieht gut aus bislang. Die zweite Runde dann ohne Zügel. Du musst aber nicht durchparieren. Du kannst weiter töten. Das ist gut. So. Sehr gut. Sieht super aus. Hui, gut, klasse. Der Gesichtsausdruck ist auch so. Der kann auch galoppieren. Nein, die galoppieren. Töten, nicht abbiegen. Geradeaus. Das war knapp. Nein. Das ist dran! Das ist gemein! Das Bier ist aber noch da drin. Ich brauche wieder ein bisschen Energie. Ja, genau. Gut. Sehr gut. Super. Super. Dass sie nicht galoppieren, ne? Nach Galopp kommt meistens Trab. Mit dem Oberkörper an der Seite. Mit Spannung im Sitz behalten, super. Ich glaube, das wird ihm nicht so schwer fallen. Nee, ich glaube, das. Also gut. Ich brauche auch so ein Pferd. Ist ja richtig geil. Schön für uns anderes Ausflug. Bierchen trinken mit den Jungs. Okay. Mega gut. Herzlichen Glückwunsch, das sieht so aus. Hey, sehr gut, Kleiner. Ja, geh wieder ab. Wow. Ich muss sagen, das war doch ganz schön anstrengend. Da ist gar nichts raus, natürlich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Wow, danke. Gut gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht, wirklich. Ich hätte das nicht gedacht, dass es so Bock macht, auf den Isländer zu reiten. Also wenn man das erstmal drin hat und weiß, wo diese Energie hin muss, ist das so geil zu sitzen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich auf diesen großen Warmblütern so abkämpfe. Ja, das hören wir gerne. Das hören wir ehrlich gesagt auch nicht selten, gut, wenn Kleiner. Jemand mal Islandpferde ausprobiert. Ja, super. Und diese Energie hast du gemerkt, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Super. Boah, aber ich dachte wirklich kurz, jetzt verlieren wir. Das Bier. Ja, war klar. Aber da ist wirklich gar nichts raus. Nein. Tom, zählt das als Sporteinheit für heute? Für das Pferd ja und ich nicht. Okay, ich muss ja jetzt sagen, jetzt bin ich ja schon mal getötet und ich habe da vorhin was von diesem Rennpass gehört. Kann der das auch? Er nicht, aber da fehlt ein anderes, was das kann. Das dürftest du auch reiten. Können wir das ausprobieren? Ja, klar. Geil. Das fällt ja gar nicht auf, dass wir die Pferde tauschen. Die sehen ja gleich aus. Ha ha ha!
Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht und ich es wirklich schaffe, diesen Rennpass auch noch zu reiten. Also es ist wirklich krass, ein Pferd mit 5 Gängen unter sich zu haben. Ich glaube, es braucht ganz schön viel Übung, wenn man das richtig machen möchte. Nur, ich bin jetzt heilfroh, dass ich diese Challenge hier geschafft habe und nicht gleich diese ganzen Pferde kilometerweise zu Fuß wieder in den Stall bringen muss. Aber trotzdem schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und werden dann gleich mal mit dem Quad hinfahren, denn ich habe richtig Bock, mir nochmal die Fohlen und Stuten anzuschauen. Wir fahren jetzt mit dem Auto los zu den Stuten und Fohlen, schauen uns die Herde noch an, bevor es dann weitergeht und wir die Pferde hier vom Hof alle auf die Wiese bringen. Das sind schon die Fohlis. Nebenbei, das ist die Passbahn. Das ist die Langstrecke, wo wir dann die Passrennen und die Passprüfung auch machen. Okay, können sich die Fohlen hier direkt anschauen, damit sie wissen, was passiert in dem Leben. Die Fohlen sind natürlich jetzt auch schon fast ein halbes Jahr, oder? Genau, die sind Mai, Juni geboren. Ja, das ist hier die Leitstute. Ja, würde ich schon sagen. Sind das denn alle Stuten, die ihr sonst auch schon geritten habt, oder habt ihr wirklich, wirklich feste Zuchtstuten hier? Sowohl als auch. Die sind schon eigentlich alle geritten, bleiben dann aber auch länger in der Zucht. Okay. Ne? Also zum Beispiel die älteren, die jetzt wirklich die richtigen Rentnerstuten, haben tatsächlich auch schon teilweise 8, 10, 12 Fohlen bekommen. Krass. Und die machen natürlich nichts anderes. Ja. Ne? Auch wenn die jetzt keine Fohlen mehr bekommen, weil sie alt sind, dann bleiben sie trotzdem dabei. Mhm. Und dann werden sie nicht noch geritten. Jetzt 6 Fohlen habt ihr hier gerade? Ja, genau. Wie ist das denn mit den Fohlen? Also kommen die hier tatsächlich auch auf der Wiese zur Welt oder holt ihr die auch rein? Dann nee, das ist wirklich ganz noch eine ursprüngliche Geschichte. Also der Hengst deckt auch in der Herde. Okay. Im Frühjahr kommt der Hengst auch mit den Fohlen und den Stuten mit hier drauf und bleibt dann mindestens für 6 bis 8 Wochen dabei und macht das wirklich komplett alles autark. Ja. Wir spritzen die auch nicht an. Teilweise schallen wir nicht mehr, ob sie tragend sind, weil das wirklich so ganz natürlich funktioniert. Mega. So, und dann werden die Fohlen auch auf der Weide geboren. Dass wir im besten Fall nur morgens dahergehen und zählen, wie viele es sind. Und klopf aufs Holz, es ist bislang wirklich total unkompliziert gewesen und ganz erfolgreich und auch eine ganz hohe Bedeckungs- und Befruchtungsrate. Also richtig naturnah. Ganz natürlich, alles. Ja, genau. Die sollen auch wirklich hier aufwachsen und möglichst nicht ganz so zahm sein. Also sie sind jetzt sehr neugierig. Also. Im Prinzip sollen sie wirklich auch von den Pferden lernen und wenig in den ersten Jahren mit Menschen zu tun haben. Okay. Die sollen dann natürlich irgendwann halfterführig sein und hier ranfassen kann, aber grundsätzlich wollen wir, dass die viel draußen sind und auch recht frei aufwachsen. Ja, das ist natürlich dann noch nicht so einfach, da zu widerstehen, ne? Die anzufassen? Ja. Ja, das stimmt. Ja, richtig cool, dass wir hier bei den Fohlen auch noch sein durften. Jetzt freue ich mich darauf, dass wir die Pferde erstmal rausbringen. Ja. Auch wieder mit dem Gator, richtig? Genau, und dann vielleicht dann mit dem Quad wieder rein. Ich bin gespannt. Ja. Los geht's. Es geht los, wir steigen auf dieses geile Gerät und schauen uns jetzt mal an, wie die Pferde auf die Wiese gebracht werden. Also, los geht's! Sollen wir uns da einfach draufsetzen? Du kannst aber vorne reinsteigen. Ich steige hinten rein. Ja klar. Ja, das ist Privatgrundstück hier. Gut, ich bin bereit, kann losgehen. Alles klar. Ich muss sagen, das war eigentlich immer mein Traum früher als Kind. Ich wollte genau so ein Gerät haben und damit über den Hof fahren. Ich habe leider nie so ein Gerät bekommen von meinen Eltern. Naja, es war nicht ganz so schlimm. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Pferde hier so sagen. Wir sind hier mit dem Gator vorweggefahren und ich muss sagen, das war so ein cooles Bild, wenn 30 Pferde hinter dir hergaloppieren auf dem Weg zur Wiese. Und die haben sich natürlich tierisch gefreut. Und ich muss sagen, wir waren gar nicht so langsam unterwegs, aber die Pferde haben es trotzdem noch geschafft, uns auf der Wiese noch zu überholen. Jetzt sieht man auf jeden Fall nochmal, was für krasse Farben es alles gibt, ne? Mhm. Ihr habt ja wirklich alles vertreten hier und ich bin überwältigt davon, was ihr für Riesenflächen habt. Also wie viel Wiese habt ihr am Hof? Ja, also wir haben so ungefähr, sag mal, 45 Hektar, machen ja auch die Futterproduktion komplett selber und dafür haben wir natürlich noch Pachtflächen zusätzlich. Ne? Okay. Wie ist das denn überhaupt mit den Isländern? Muss man irgendwas beachten, so fütterungstechnisch? Ja, also es sind natürlich ganz normale Pferde, aber die sind tendenziell sehr leichtfutterig, also auch sehr genügsam, sollten auf keinen Fall überfüttert werden oder zu dick gefüttert werden. Ja. Und ich sag mal, je nachdem, was die für einen Bedarf haben, also was sie leisten müssen, sind die aber eigentlich mit der Grundfutterversorgung sehr gut zufrieden. Also im Sommer ist natürlich Gras die beste Ernährung und im Winter ist dann Heulage, Heu. Wie lange können die so aufs Gras? Ja, wenn die angeweidet sind und abhängig von dem Gras natürlich auch, in welchen Wachstumsphasen das Gras ist, die sind bei uns so 5, 6 Stunden draußen
Und wenn die rund um die Uhr draußen stehen, wie zum Beispiel die Rentner, die da oben noch stehen, oder die Jung- und Zuchtpferde, die stehen natürlich dann den ganzen Tag auf der Weide, ja. 24 Stunden. Okay. Wie ist das denn generell? Also ich finde ja, die Isländer sind ja sehr robust, das merkt man schon. Ist das auch am Alter spürbar? Also werden die deutlich älter als andere Pferde? Ja, ich würde schon sagen. Also natürlich gibt es da immer Ausnahmen, aber ich sag mal, ein Islandpferd mit 25 Jahren zu reiten, ist eigentlich keine Seltenheit. Auch an die 30 Jahre. Und bei guter Pflege werden die auch doch über 30. Also okay, das ist wirklich ein Unterschied. Also viele andere Pferde werden ja 25, so, dann werden viele Pferde schon nicht mehr geritten und dann ist auch schnell Ende, finde ich. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Ne? Es gibt auch, wenn die jetzt ganz viel im Sport gelaufen sind, da sind sie vielleicht auch schon früher nicht mehr so richtig munter. Mhm. Aber grundsätzlich sind die schon sehr lange eigentlich fit. Ja. Cool. Ja, und jetzt sind sie ja hier gerade gar nicht mehr zur Ernährung des für die Pferde, ne? Sondern einfach, dass sie rauskommen und sich bewegen können und wälzen und ja, das tut ihnen immer ganz gut. Und das ermöglichen wir den Pferden so lange, wie das Wetter das auch zulässt, ne? Wie das funktioniert. Wir gehen jetzt mal Quad fahren. Quad fahren und dann kannst du mit die Herde, weil die jetzt schon sich ein bisschen ausgetobt hat, die ist hoffentlich leichter reinzutreiben, da fahren wir jetzt nicht hin. Kannst du die wieder in den Stall treiben. Wie treibt man denn Pferde mit einem Quad rein? Gibt es da ein System? Also du musst natürlich auf die Weide fahren und dann kannst du mit der Stimme unterstützen, die Pferde antreiben und die kennen aber im Prinzip auch den Quad. Und also sie müssen schon ins Quad kommen, dass sie reingehen. Wir schauen mal. Ist ja jeden Tag neu. Interessant, aber ich denke mal, wir werden das zusammen schaffen. Dann ab aufs Quad. Super. Gut, los geht's. Ich muss sagen, ich bin lange kein Quad mehr gefahren. Du musst uns, glaube ich, kurz erklären. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Du machst es hier an. Mhm. Ja, haben wir jetzt schon soweit. Hier ist der Startknopf und hier hast du die Gangschaltung. Das ist dann Automatik, Halbautomatik. Du kannst einfach hier hochschalten und wenn du rückwärts fahren willst, dann ziehst du den roten Knopf und den... Brauche ich das Fußpedal hier? Ja, das ist die Bremse. Na gut. Bremse ist, sind beide Handbremsen und das Fußpedal. Ich hab's geschafft, ich habe alle Pferde wieder nach Hause gebracht, richtig gut. Ich muss sagen, hätte ich so ein Ding und solche Wiesen und so eine Anlage, ich würde jeden Tag Spaß haben, meine Pferde reinzuholen. Richtig gut, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Die Pferde sind alle wieder hier im Stall, beziehungsweise im offenen Stall. Und ich will einfach mal ein riesiges Dankeschön loswerden. So. Das hat super viel Spaß gemacht für euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin wirklich begeistert von eurer Anlage. Das ist so cool hier. Vielen Dank. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das doch so gut hinkriege mit diesem Bier auf dem Pferd. Vielen Dank auch, dass ich dein Pferd reiten durfte. Sehr gerne. Und damit beenden wir das ganze Video nämlich auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Schreibt vor allem in die Kommentare, was wir noch alles so ausprobieren sollen. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen und einen Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal.